Hey, ich bin Leonie. Ich bin Sophie. Und heute haben wir wieder ein neues Video für euch. Wir haben uns überlegt, dass wir heute mal die Whisper Challenge machen werden. Für die, die sie nicht kennen, einer von uns wird Kopfhörer aufhaben und Musik hören, halt so, dass er den anderen nicht versteht. Und der andere wird dann ein Wort oder einen Satz sagen, was derjenige, der es nicht hört, anhand der Lippenbewegungen erkennen muss. Wir haben uns überlegt, dass wir uns jetzt gegenseitig drei Sätze bzw. Wörter sagen werden. Und wir fangen jetzt auch direkt an. Boah, ich weiß gar keinen Satz. Auch nicht. Boah, das sind übrigens die Ich höre jetzt schon nichts mehr. Ich höre mich noch nicht mal selbst. Ich mache ganz laut. Batterie fast leer. Man hört das voll. Ich hoffe, man hat das nicht im Mikro. Ich verstehe gar nichts. Echt? Hast du was gedrückt? Nicht so schreien. Hört man das? Ja, voll. Wenn du denkst, du hast wirklich einen Satz, nicht zwischendurch, sondern du hast nur drei Versuche, ne? Du erst reden, wenn du wirklich denkst. Möchtest du ein Baumstiezel? Was? Bisschen langsamer. Möchtest du ein Baumstiezel? Was? Möchtest du ein Baumstriezel? Ich hab drei Versuche, ne? Musstest du einen Baum schließen? Boah, das riecht gut. Möchtest du ein Baumstriezel? Musstest du einen Baum fällen? Nein. Möchtest du ein Baumstriezel? Möchtest du ein Baumstriezel? Ich möchte nicht. Oh mein Gott. Okay, du hast geschafft. Boah, das ist aber echt schwer. Ich dachte so, hä? Was meint ihr Baum? Also ganz kurz. Ja. Es gibt eine Vorgeschichte. Wir haben auf der Abschlussfahrt, da waren wir in Prag und da gab es voll viele Stände, da konnte man diese Baumstriezel essen. Das ist, glaube ich, irgendein Hefegebäck. Und wir haben das wirklich fast täglich gegessen mit Nutella oder mit Zimt und Zucker. Und wir haben uns daran so übergegessen. Ja, weil wir haben das so oft gegessen, wir können es nicht mehr sehen. Und seitdem haben wir echt keins mehr angerührt, weil das war definitiv zu viel. So, ich jetzt, ne? Ja. Nein, los. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Hä? Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Juni, kannst du mehr artikulieren? Mach mal mehr so. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Sag mal was. Hallo. Nein. Was mit meinem Satz zu tun hat. Ich verstehe dich nicht. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Hast du vielleicht Lametta? Das war der erste Versuch. Ja. Nein. Ist das ein Zungenbrecher? Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Ja. Ich habe ein Lichtlein brennt erkannt. Schneeflöckchen, weiß Röckchen, wann kommst du geschneit? Schneeflöckchen, weiß Röckchen, wann kommst du geschneit? Ja. Hä, wie kannst du das so schnell? Schneeflöckchen, das war voll leicht zu erkennen. Heute waren wir sportlich. Nochmal. Heute waren wir sportlich. Heute waren wir sportlich. Ja. Och man. Das konnte ich besser als den ersten. Ja, ich finde, man groovt sich so ein. Mhm. Bald ist Weihnachten. Bald ist Weihnachten. Ja. Das war jetzt aber echt leicht. Das würde immer Schweres machen. Ich hasse es zu lesen. Was hast du? Ich hasse es zu lesen. Ich hasse Schule. Ich hasse es zu lesen. Ich hasse es zu lesen. Ich hasse es zu lesen. Oh. Das ist scheiße. Okay, wir machen jetzt noch ein Stechchen, also jeder einen Satz. Ich hoffe, dass wir beide nicht wieder jeder einen Punkt machen werden. Ich muss mir irgendwas Schweres überlegen. Ich mir auch. Kakerlakak ist ein Spiel und Saphirblau ein Buch. Es ist das ein Satz.
Ich weiß es. Sag. Mach mal. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Blaukraut. bleibt Brautkleid. Aber das verlangen, keine Ahnung. Ich verstehe gar nichts. Kakerlakak ist ein Spiel und Saphirblau ein Buch. Du musst ein bisschen langsamer und ein bisschen mehr artikulieren. Ist ein Spiel und Saphirblau. Und dafür blau. Ein Buch. Ein Buch. Du kannst ruhig mitsprechen. Sprech mit. Ja? Hä? Sprech mit mir. Ah, ich spreche mit dir, ja. Kakerlakak. Kakerlake. Ist ein Spiel und Saphirblau ein Buch. Kakerlakak ist ein Spiel und dafür brauchen wir ein Buch. Nein. Kakerlakak ist ein Spiel und Saphirblau ein Buch. Darauf ist ein Buch. Okay, ich hab verkackt. Kakerlakak ist ein Spiel und Saphirblau ein Buch. Ah ja, noch schwerer. Kandinsky ist der Maler vom Gemälde. Bisschen mehr artikulieren? Nö, Spaß. Was mit Mel am Ende? Kandinsky ist der Maler vom Gemälde. E-Mail. Das ist nicht mehr die Ballade vom Ball. Nein. Kannst du ein bisschen mehr artikulieren? Nee, leider nicht. Kandinsky. Hä? Als ich vom Ball als blau. Keine Ahnung. Das ist jetzt vorbei. Nee. Kandinsky ist der Maler vom Gemälde. Kandinsky ist der Maler vom Gemälde. Mhm. Steht doch da. Okay, Leute, ich glaube, das hat jetzt echt keinen Zweck mehr, wenn wir das jetzt auch weiterspielen, weil ich glaube, wir machen jetzt immer schwerere Sachen. Da steht übrigens so ein Kandinsky-Bild, deswegen habe ich gerade diesen Satz gehabt. Ich würde sagen, wir haben jetzt einen Unentschieden, also haben wir beide gewonnen, beziehungsweise beide verloren, was auch immer. Ihr könnt mal gerne Videoideen in die Kommentare schreiben, also welche Videos ihr von uns sehen möchtet. Wir hätten auch überlegt, jetzt so zum Ende des Jahres so einen Jahresrückblick zu machen einfach. Also ja, wenn ihr darauf Lust habt, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Wir hätten auf jeden Fall mega Bock dazu. Wir hoffen natürlich, euch hat das Video gefallen und wir würden uns sehr über einen Daumen nach oben und über ein Abo freuen. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!